schon ein Video. Es ist mal wieder Dampferzeit, wie man unschwer erkennen kann, auf der gewisse Art und Weise. Heute geht es mal wieder um Eis herum. Mal wieder, ihr kennt das, was zusammengemixt, was zum Testen. Manche erfolgreich, manche Standards. Und jetzt bin ich mal interessiert, weil ich wieder ein paar schöne Dinger handel. Daher wollen wir direkt mal loslegen. Das ist das gute Stück. Im Voraus, das ist eine 8:20 Base mit 0,7 Milligramm Nikotin. Und ja, 4 Wochen ziehen lassen. Und was das ist, dazu kommen wir jetzt. Das ist einmal die Wassermelone 935378 mit 2,5% und einmal dieses Menthol. Artikelnummer 910021 mit 1%. Der Plan war einfach gewesen, Wassermelone ist fruchtig, süßlich, genial. Menthol zum die Frische reinbringen. Jetzt wird mal neugierig, was dabei herauskommt. Wassermelone ist da. Fruchtig, süß, wie man sie kennt. Menthol ist auch da. Also, komisch was, dieses Menthol ist nicht so extrem. Weil es gibt da manche Sorten, das haut ja echt die Füße weg. Das ist noch Standard, also leicht. Man merkt aber diese kleine Schärfe im Hintergrund von dieser Wassermelone, von diesem Menthol. Wollen wir kicken, wie es beim Dampf ist. Ja, weil ihr wisst ja selber, Dampf ist anders als lutschen, lecken, schlucken, wie auch immer. Darf man hier mal so vollballern. Ja, viel Liebe, das ist so schön. So. Ich wollte nochmal 2, 3 Züge machen, dann nochmal nachmachen. Sollte der Zwecken nicht mal runterschmeißen. Ist nicht gut. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Also, man merkt, man merkt irgendwie, ja, das ist schon fast genauso, wie ich es schon gesagt habe. Die Wassermelone ist, wie gesagt, diese fruchtig, süßlich, lecker. Menthol ist ein bisschen das Menthol, wie man es kennt, so diese extra frische ist es nicht. Menthol ist vielleicht würzig, ist für so einen kleinen Eingeschmack, ist nicht schlecht. Eigentlich ist es eine geile Kombi. Ja, weil das Menthol verdrängt zum Mühe die Wassermelone. Ah, die ist noch komplett da. Das ist schön, wie sie eigentlich schmecken soll. Ja, diese, also die Wassermelone, fruchtig, leicht erfrischend, süßlich, geschmacksvoll. Menthol hat diese kleine Würze drin, was so ein bisschen reinwirkt. Ist nicht schlecht. Es schmeckt schon nicht schlecht. Schöne Kombi, das auch mal wieder für warme Tage, sowas leicht Erfrischendes, passt das gut rein. Im Winter kann man die hochdampfen, das ist jetzt auch nicht so, ja, also, ich finde, das ist harmoniert, also, man kann da nicht meckern. Genial. Ich finde es einigermaßen gut. Ich bin zwischen 2 und 3.
Also ja, man kann es dampfen, das ist auch mal für zwischendurch mal akzeptabel. Dauerbrenner wird es nicht, dazu andere Sorten, die viel geiler schmecken, die zieht dann vor. Aber dieser Kombi hat sozusagen Daseinsberechtigung, schmeckt gut. Da kann man einfach sagen, wer dieses Menthol liebt, ja, einfach probieren. Dieses Menthol mit schöne Frische dazu oder dieses Fruchtige, das harmoniert eigentlich mal. Und hier kann ich wieder empfehlen, beim Probieren vielleicht nur kleine Flaschen anzumixen, keine großen, um das mal anzutesten. Wenn es schmecken sollte, dann halt große Flaschen. Ich mache aus Prinzip immer nur große Flaschen, weil ich finde, bei Esserum kannst du fast nicht falsch machen, wenn du da immer gut triffst. Ja. Habe ja schon manchmal eine Arschkarte gehabt, aber das ist halt Dampfen, das passiert. Man hat ein Etikett und denkt so, wow, ist das geil, und dann probierst du es und dann, oh, Täuschung pur. Aber so ist das Leben. Wie gesagt, probiert es gerne aus. Ich kann es sagen, es passt einigermaßen, ja, ist nicht schlecht. Weil ja Essaroma nicht so extrem ist, sondern wirklich gut schmeckt und halt fruchtig und halt natürlich und nicht diese Chemiebomben pur. Ja, drum sagen, ich bin ja schon wieder durch mit diesem Thema. Das sind immer schöne Kurzvideos. Wer es euch gemacht hat, könnt gerne ein Abo da lassen. Ist ja kostenlos. Unten, wie immer, ist ein Link von Matthias, sein Kanal. Der macht Lost Places. Wenn mal Zeit ist, einfach mal reingucken, ja. Wenn es euch gefällt, auch da könnt ihr ein Abo da lassen. Ist genauso kostenlos wie hier auf diesem Kanal. Dann würde ich sagen, ich bin raus für heute. Bedanke mich fürs Zuschalten. Vielleicht sehen wir uns bald wieder beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss und gut Dampf.